much more. Der Mr. Schweiz heisst 2009. André Reitenbuch aus Lintern im Kanton Glarus ist der neue Mr. Schweiz. Es ist die Überraschung schlecht. Der 22-jährige Glaner André Reitenbuch ist neuer Mr. Schweiz. Der Glenn Zimmermann ist einfach überwältigend. Es ist Hammer. Also nur schon, als ich gehört habe, dass ich Mr. Schweiz bin, wo mein Name gesagt worden ist. Also es sind Gefühle in mir, wo ich... Ja, ich kann es wollen werden. Jetzt bin ich. Ich schnall es gar noch nicht recht. Es geht alles so schnell, aber es ist super. Und über den Sieg hat er sich so fest gefreut, dass er das Geheimnis um seine Beziehung hat gelüftet. Während der Wahl hat er als Single geholfen. Sein Herz ist aber schon vergeben an Sarah. Angst, dass das Amtsjahr im jungen Liebesglück in die Quere kommen könnte, hat er nicht. Ja, weil ich sie liebe, also es ist ganz klar, also das kommt, das muss einfach gut kommen. Ich weiß nicht wieso, nicht. Wie lange seid ihr schon zusammen? Ja, drei, vier Wochen, noch nicht so lange, aber es kommt schon gut. Der Ronde ist aus Lintel im Kanton Glarus. Und dorthin kommen auch seine Fans, die ihn den ganzen Abend frenetisch unterstützt. Whitney Zoyloy und Xenia Tschumicheva sind beeindruckt. Ich finde, die Leute in Glarus, sie sind sehr stolz, weil ich habe die im Publikum gesehen, aber ich war noch nicht, nein. Ich habe nicht gesprochen mit denen, aber das war sehr, sehr lustig. Also etwas Neues bei einer Misterwahl, oder? Der André Reitenbuch ist naturliebend und bodenständig. Und so ist er auch sein Lieblingsessen, Äupler Magrone. Aber Glarus hat kulinarisch noch mehr zu bieten als nur das. Ich hoffe, er lässt mich mal ein zu sich, um zu zeigen, was seine Mama kocht. Nein, ich würde sagen, Glarner, Knorzi, Storzi, Flado, wie das Ding heisst. Das ist im Dessertbereich etwas wirklich sehr, sehr, sehr Interessantes. Ich kenne es, was es gibt im Maichi Baichi dort von Glarus. Es ist wie eine Brioche, die Beine der Mädchen, Maichi Baichi. Christa verbindet also Meiji Bay mit Glarus, der Murat Yakin aber etwas ganz anderes. Ich habe meine Jugendzeit, wo wir unsere Trainingslager in Nevels ausgereiht haben. Das sind mir extrem schön in Erinnerung. Nevels ist morgen um 8 Uhr an dem Bächle schön joggen. Das kann ich mich noch gut erinnern. Ja. Für den neuen Mister ist aber klar, was das Schönste am Glanerland ist. Also von mir aus ganz sicher Berge, weil ich meine, ich wohne in Lintel, das ist das hinterste Ende vom Kanton und einfach die Berge rundherum, das ist also der Tödi, der Hauptgrund vom, also der grösste Berg im Kanton Glarus und ich bin dort oben viel mit dem Wohlsten, wenn ich in den Bergen bin, das ist super. Und so schön wie das Glanerland, so schön scheinen auch Glaner selber.